Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Endwalker. Wir gucken uns das Gold Saucer Festival Event an. Dazu gibt es einmal eine kleine Mini-Quest mit einer Belohnung und ansonsten findet das Festival natürlich im Gold Saucer statt. Warte, ich muss im Chat vorlesen. Von heute bis zum 17. Juli geht das Ganze. Natürlich, ihr müsst Stufe 15 sein, müsst mit der Main Questline hier nach Tanalan gekommen sein, beziehungsweise müsst ihr die Main Quest gemacht haben. Ruf des Meeres, Ruf des Waldes oder wie hieß die andere Quest? Oder Stimme, ja, Stimme des Waldes, Stimme der Wüste oder Stimme des Meeres gemacht haben. Und ihr müsst natürlich den Gold Saucer freigespielt haben, sonst habt ihr keinen Teleporter dahin. Es müsste auch hier sein. Hier müsste jemand stehen, so ein Gentleman, der euch vom Gold Saucer was erzählt. Diesmal haben aber wir wieder eine Reporterin hier stehen für das Event. Anscheinend. Huch. Furchtbar lang nicht gesehen, Herr Abenteurer. Was für ein großartiger Zufall. Ich habe hier nämlich definitiv nicht auf dich gewartet. Oh Gott. Ja, du bist doch diese Reporterin, die mich immer nervt. Genau, das bin ich. Also, während des Gold Saucer Festivals, ganz einfach gesagt, man verdient mehr Währung im Gold Saucer. Also, wenn ihr normal 1000 bekommt, bekommt ihr jetzt 1500. Das gilt nicht bei allen Sachen, die man im Gold Saucer macht, nur bei ein paar. Und dort gehen wir dann jetzt erstmal hin. Machen diese Story, die sie uns hier erzählen will. Denn dort bekommen wir als erstes mal einen Pet geschenkt, was ich haben möchte. Und während des Gold Saucer Festivals sind natürlich auch alle Sachen, nicht alle Sachen, aber ein paar Sachen, die man hier kaufen kann, reduziert. Und ihr seht, es sind eine Menge Leute da, die das anscheinend auch annehmen, dieses Angebot. Komm, lass mal unser Glück versuchen. Eine 5 ist schon mal nicht gut. Eine 6 auch nicht. 7 auch nicht. Wir hoffen, dass hier 9, 8 und 7 sind. Nein, aber immerhin. Und ihr seht, normal hätten wir 306 gewonnen und wir haben jetzt 459 bekommen. Es erhöht halt für den Eventzeitraum. Nochmal. 3 ist schon mal gut. Eine 4, nee. Eine 2, ja. Gib mir die 1. Yes! Yes, Leute. On Film. Ich hab's on Film. 10.000 wird die Belohnung sein. Plus 50%. Yes. Ist übrigens... Ich habe es schon geschafft, man könnte 3x 10.000 hintereinander bekommen. Oh, jetzt wieder diese 5, Junge. Eine 7. Eine 2. Eine 3.
Also eigentlich will man ja 1, 2, 3 in der Reihe haben oder 7, 8 und 9. Oder 7, 8, 6 oder... Dann würde man entweder 10.000, 3.600 oder 1.800 bekommen. Auf die 21... Ja. Gucken, so können wir auf alles kommen, was 10 aufwärts ist. Da können wir leider nicht mehr bei 15 landen, weil die 5 weg ist. Wir können aber noch bei 11 landen, was okay wäre. ...19 wollen wir nicht. So, auf... ...9 und höher. Ja, ja, würde gehen. Und so von 7. Hoffen wir, dass hier die 1 ist, damit wir auf die 720 kommen. Ey. Schade. Ja, aber guck hier, hätten wir das Ding genommen, wären wir auf die 19 gekommen. Hätten wir nur 36 plus Bonus bekommen. Hier wären wir auf die 11 gekommen. Das wäre nice. So, auch auf die 15. Ja. Auf die 18, auf die 12. Ja, ist okay. Könnt ihr einmal pro Daily Reset machen. Und jetzt klicken wir schnell die Story durch. Damit ich ein bisschen weiter gambeln kann. Es gibt tatsächlich auch eine Seite, die die mögliche Ergebnisse voraussagt dafür. Also das, auf der Seite ist das Spiel auch. Du trägst die Zahlen ein, die du hast, und dann sagt dir die Seite, welche die besten möglichen Ausgänge wären. Ja, ja, du bist die Reporterin von Raben. Oh, und du musst ihre Begleitung sein. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Erlaube mir, mich erneut für deine Unterstützung beim letzten Festival zu bedanken. Die letzten waren eigentlich immer sehr, sehr nice. Also die letzten Gold Source der Festivals. Mal gucken, was hier jetzt ist. Weil dann haben wir auch schöne Background-Story von Charakteren bekommen. Ha, du kennst ja wirklich jeden, was? Ich hätte nichts anderes erwartet. Ich verstehe, du unterstützt also heute die Reporterin des Raben. Bei ihrer Arbeit in diesem Fall könnte das ein Vorteil für euch sein. Nun, die Vertreter des Mithrilboten und der Limser Rundschau sind ebenfalls bereits versammelt. Dann erlaube mir, alle Anwesenden offiziell zu begrüßen. Oh Gott. Ja, daran erkennt man Reporter an diesem komischen Hut mit der Feder. Kein anderer darf das tragen. Sehr geehrte Vertreter der drei großen Magazine Eoseas, ich heiße euch erneut herzlich im Gold Sourcer willkommen. Mein Mann ist Ole, und ich bin Mitarbeiter in diesem Establishment. Es mag euch bereits bekannt sein, aber momentan findet in diesen Hallen das Gold Sourcer Festival statt. Während dieses Festivals können unsere Gäste 50% mehr MGP als gewöhnlich gewinnen. Es freut mich weiterhin zu verkünden, dass bereits eine große Menge an Abenteurern und Stadtbewohnern uns mit ihrem Besuch beehrt haben. Ja, sorry, ich bin ein bisschen spät. Um diese
Freude noch weiter zu steigern, haben wir bei euch angefragt, ob ihr Artikel über das Festival schreiben und die Vorzüge des Goldsourcers in allen Landen anpreisen könntet. Die Werbekosten hierfür werden selbstredend von uns übernommen. Wir haben jedoch etwas. Wir waren jedoch etwas besorgt, dass ein einfaches Schlendern durch unsere Hallen nicht allzu reizvoll für euch sein würde. Daher haben wir uns erlaubt, ein kleines Spielchen vorzubereiten. Was kommt jetzt? Das kriegen wir, wenn wir die Story fertig gemacht haben. Ich präsentiere den Aufziehgottbert. Eine liebliche Puppe basierend auf dem Aussehen von Herrn Gottbert, dem Eigentümer des Goldsourcers. Jeweils eine dieser Puppen wurde in den vier Bereichen des Goldsourcers versteckt. Außerdem ist lediglich der Ausnahme ist jeder Schulplatz, okay. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd werdet ihr euch auf die Suche nach diesen Puppen begeben. Und wer am meisten von ihnen findet, bekommt nix. Der hält das Recht auf ein Exklusivinterview mit Herr Gottberg vom Skorpionkreis. Vorsitzender des Hauses Menderville, Eigentümer des Goldsourcers und der mächtigste Goldschmied Eoseas. Und zu erwähnen, er kann einfach so von Eosea zum Mond springen, ohne irgendwelche Maschinen. Es ranken sich... Und er ist der Weihnachtsmann, habe ich auch vergessen zu sagen. Tja, es ranken sich unzählige Mythen um Herrn Gottberg. Bisher hat es noch nie ein Interview mit ihm. Gab es noch nie ein Interview mit ihm? Was für ein Knaller. Moment. Okay, ich kann gar nicht lesen. wenn ich ein Interview in meinen Artikel einbauen könnte, würden ihn bestimmt noch viel mehr Leute lesen. Ich muss diesen Wettbewerb einfach gewinnen. Okay. Wir lassen das mit dem Lesen. Ich kann das heute irgendwie nicht so. Okay, also die anderen machen dann auch Team. Da sind wir mit ihr und die anderen beiden sind ein Team. Okay, lass ich mal gucken. Aktuelle Agenda. Gold Sourcer. Dreimal erfolgreich Minispiel abschließen. Genau. Das sollte man so oder so jede Woche machen, wenn man im Gold Sourcer sich irgendwas kaufen will. Gewinne. Ich muss mal schauen. Ach ne, das war jetzt immer, die haben ja einen einzelnen Tab immer. Die Mounts sind nicht billiger. Schade. Ich hatte gehofft, die hätten auch die Mounts billiger gemacht. Aber nein. Und enges Flügel auch nicht. Schirme auch nicht. Wow.
Wow. Ich glaube, das Zeug soll billiger sein, glaube ich, stand auf der Internetseite. Weiß ich aber auch nicht, ob 300.000 jetzt billiger sind als vorher. Dazu habe ich den Preis leider nicht im Kopf, aber ich weiß, dass die Mounts leider nicht billiger sind. Okay, ja. Was ist denn hier jetzt? Um 50% mehr. Wenn ihr Triple Triad gegen die NPCs spielt, müsstet ihr mehr bekommen. So wie ich natürlich. Die Rubbellose gerade müsstet ihr mehr bekommen. Die Fates, die hier immer stattfinden, die geben mehr MGP. Die ganzen Minigames halt hier drinne, selber in den verschiedenen Räumen, die am Rand halt so stehen, geben mehr MGP. Kleiderkritik weiß ich nicht. Aber Kleiderkritik sollte man so oder so jede Woche machen, wenn man MGP sammeln will. Das ist ja nur, du guckst, wer auf Facebook, Twitter oder im Lodestone Forum die richtigen Klamotten für Kleiderkritik gepostet hat. Du kaufst dir die Kleiderkritik-Sachen oder machst sie dir selber. Und dann hast du ja... Was sind das? 60.000 MGP einmal pro Woche, safe. Ja, nichts. Kann nichts. Das wird nichts. Ha! Nee, ganz schlecht mit mir. Ein Treffer, wenigstens. Jo. Hey. Auch hier. 20 wäre jetzt normal, weil ich zweimal getroffen habe. Aber weil wir 50% mehr kriegen, bekommen wir natürlich einen Bonus drauf. So, ich habe jetzt die Bereiche zum Suchen bekommen und sie sucht in den anderen Bereichen. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach rum und gucke, wo eine Menschenmenge steht. Wie gesagt, das hier ist Kleiderkritik. Du bekommst so ein aktuelles Thema, wie deine Kleider aussehen sollen. Wild, Pistolero, wild quasi. Und irgendwelche Leute verstehen, was dieser NPC damit sagen will und schlagen euch vor, zieht das, das und das an und dann seid ihr fit und kriegt einfach was geschenkt. Ja. Könnte besser sein. Zwei. Warte. Ist das hier hinter? Es gab ja bei der einen der letzten Gold Sourcer, wo das dahinter versteckt war. Wo eine Person dahinter versteckt war, da habe ich ewig nach der Person gesucht. Holz nicht. Kann halt auch über uns sein. Ich werde es wahrscheinlich nicht gesehen haben, also einfach dran vorbeigelaufen sein. Gucken. Mahjong-Halle. Mahjong müsste auch extra geben.
Moment, müssen wir... Also doch hier oben. Böser Gottberg. Böser. Wirklich in der hinterletzten Ecke bei seiner Goldstatue hat er sich versteckt. Mann, 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 Mann. Den kennen wir. Also den Lala, der da drin steckt in der Verkleidung. Den haben wir bei den letzten Events begleitet. Okay. So. Ja. Sofort runter da oben. Gibt's ja nicht. Easy. Genau, was sollte man sonst eigentlich jede Woche machen? Ach so, genau. Natürlich hier am Glückskaktor-Schalter. Für den Jumbo-Glückskaktor natürlich immer 3 Tickets kaufen und dann immer Samstag 21 Uhr hierher kommen und gucken, ob man was gewonnen hat. Das sollte man auch jede Woche einmal machen. Okay, dann. Ging bei weitem nicht so lange wie die letzten paar Gold Sourcer Events. Hier, nimm und gib mir wieder eine zurück. Du hast ganz aus Versehen 4 Stück gemacht. Also, ne, du kannst hier direkt verteilen. Also, nehmen wir mal an, sie wird jetzt ihr Interview noch bekommen, wo die anderen Leute da hinten stehen und ich habe gesagt, wir gehen jetzt da hinten hin, wo er hingeht und bekommen da die Cutscene. Aber anscheinend geht's so schon. Willst du mich fragen? Also dann, zum Einstieg, könntet ihr uns etwas über die Entstehung und Hintergrundgeschichte des Gottes erzählen?
Okay. Ja, jetzt stehen wir hier. Folgenden Ereignis könnte ich. What the hell? Ist okay. Wir haben Zeit. Ich möchte das. Foyer sehen. Let's go. Also überspringt das. natürlich, wir bekommen jetzt dann zum Schluss die Aufziehpuppe. Ihr erklärt hier jetzt noch ein bisschen über den ganzen Gold Sourcer mit uns, was ja am besten. Was macht ihr am besten, wenn ihr farmen wollt? Erstmal hatte ich ja, bevor wir losgegangen sind zum Suchen, die aktuelle Agenda auf. Das Buch mit Weekly-Aufgaben praktisch. Das arbeitet ihr natürlich erstmal ab. Und währenddessen ihr das abarbeitet, werdet ihr schon sehen, dass alles, was ihr macht, so oder so 50% mehr MGP gibt. Und dann entscheidet ihr euch. Ihr sucht euch ein Ding aus, was ihr die ganze Zeit macht, um MGP zu farmen. Entweder Chocobo-Rennen oder zum Beispiel dieser Pet-Kampf, Kampf der Trabanten. Und praktisch als Hauptding, um MGP zu farmen, ist dann die Fates, die hier alle, was sind das, alle 15 Minuten stattfinden oder so. Die werden dann immer mitgemacht. Ich weiß, es ist viel Luck dabei, Jump'n'Run-Zeug und so weiter, aber es gibt halt sehr, sehr viel MGP, wenn man das macht, und dann diese 50% mehr lohnt sich halt wirklich, das ein paar Mal die Stunde zu machen und zwischendurch dann den Rest immer ein Ding die ganze Zeit zu farmen für MGP. Oder ihr habt Luck so wie ich und geht vorne zum Rubbellosen und kriegt gleich dreimal 15.000 und sagt euch, ah, ich habe heute alles geschafft, was ich schaffen wollte. Er erklärt die Sachen sogar. Also hier ist praktisch so ein Jump'n'Run Parcours, aber mit explodierenden Gegnern, und er erklärt sogar, wie das gemacht wird. Also die Gegner können einen runterstoßen und man muss halt wieder von vorne anfangen. Varieté-Saal. Ja, hier ist leider ein Fade, den man eigentlich nicht haben will. Entweder Ultros oder Yojimbo. Was halt komplett luck-based ist. Was einfach, du musst dir einen Platz aussuchen, auf den du dich stellst. Und wenn der Fade dann startet, bist du fest auf diesem Platz. Wenn du Pech hast, schubst der Boss dich halt von der Plattform und du verlierst. Und halt, du kannst halt nicht dodgen. Deshalb ist so Jump'n'Run und das Flugzeugfliegen ist, glaube ich, so das Beste, was man eigentlich mitmachen kann. Es sei denn, ihr seid bei den Minispielen begabt, dann könnt ihr auch einen ganzen Tag klicken.
Oder Triple Trade Karten spielen oder Mahjong Zeug spielen. Der Lala flirtet schon wieder. Chef, nie hat er eine Hose an. Okay, einmal unsere Belohnung abholen. Okay, also wir beiden haben jetzt die Belohnung bekommen und die anderen nicht. Okay, läuft gerade kein Fade, schade, sonst hätten wir einen mitgemacht, um zu zeigen, wie viel MGP die geben. Ja, war jetzt ein bisschen kürzer als die letzten Events, ist aber, also, die Event-Stories. Aber immer wieder schön, dass sie das versuchen, jedes Jahr nochmal zu machen. Und ich sag mal so, für die nächsten paar Wochen sollte man es schaffen, ungefähr so ich glaube so 600 bis 700.000 MGP zu machen, ohne Probleme. Einfach weil Weekly-Zeug, weil Kleiderkritik, bla bla, und ist eigentlich immer drinne. So. Seid jetzt alle hier durch, ja? Wann war das? 17 Uhr. Schade. Genau, ich kann mich bei der Kleiderkritik auch mal bewerten lassen, auch wenn ich jetzt nichts anhab, was
Dahin passt wahrscheinlich. Das ist aber egal. Und wenn es jetzt irgendwie hinpassen sollte, dann verstehe ich die Welt nicht. Dragoon schick, ja? Bewerte mich schlecht und ich beschwere mich beim Chef. Nein. Also hier bei Wild kann sein, dass du irgendwelche Wildlederhosen anhaben musst, zum Beispiel. Pistolero, irgendwas vom... Luftpiraten vielleicht? Wild kann halt auch einfach was, ein Lederhut, Federhut oder irgendwie sowas sein. So. Allein für die Teilnahme, nicht, da muss jetzt nichts gestimmt haben, bekommt man normal 10.000 und mit dem Bonus jetzt 15.000. Wenn das alles stimmt, bekommt man dann nochmal eine Menge, Menge mehr. Ich kann mal kurz gucken, ob ich's finde. Oh Gott. Wie heißt denn das jetzt wieder? Fashion Report Final Fantasy 14 vor 14 Stunden. Twitter und Display Capture. Ja, irgendwas mit Wild, ne? Sehen wir zweimal was mit Wild, bla bla bla. Und dann steht halt die und die Jacke. Die Jacke hätte ich sogar. Hose hätte ich, glaube ich, auch. Steht auch immer mit, wie gesagt, ein Channel, der das öfter mal twittert. Ja, hier ist, wie gesagt, irgendwie so ein Cowboy-Hut mit Federn oder irgendwie sowas. Was ihr machen müsst, ist eigentlich nur das hier, dieses 80-Punkte-Ding, entsprechend Hut und Body ist random, deshalb habe ich auch was mit 68 eben gerade gehabt. Die Farbe wäre denn da wichtig und halt Dominion Skin Freak Boots, also von diesem... Ja, würde gehen. Dann bekommt man die 80%, die man braucht, um diesen Strich zu erreichen, der ich eben gerade nicht geschafft habe. Normal wäre das denn 60.000 Belohnung. So ist jetzt natürlich mehr. Und wenn man die 100% schaffen will und dann noch einen Titel dafür haben will, den Titel gibt es nur einmal, das heißt, das muss man nur einmal im ganzen Spielleben schaffen, müsste man das machen, was hier steht. Und wie gesagt, ihr seht hier... Ja. Von ihr da... Auf der Seite könnt ihr gerne nachgucken. Jede Woche wird sich da die Mühe gegeben und extra so ein was erstellt. Für die Leute, die zu faul sind, sich selber zu überlegen, wo sie was
herbekommen, wo sie was vielleicht selber craften können, wo sie was kaufen können, um diesen Fashion Report, Kleiderkritik, zu schaffen. Also hier hätte ich jetzt eben nur meinen Helm und mein Oberteil braun einfärben müssen. Und dann halt so eine komische Lederstiefel. Okay, und das war's dann. Verlinke ich euch, damit ihr das habt. Falls ihr das selber machen wollt, bis dahin. Ciao, Leute.